So, guten Morgen in die Runde. Zunächst mal der Hinweis der Risikobelehrung. Meine Analysen stellen natürlich keine Anlageberatung dar. Jeder ist für sein Risiko und sein Tun selbst verantwortlich. Der DAX kommt augenblicklich eben an das Ausbruchslevel vom 4-Stunden-Chart zurück, wo hier der DAX in Richtung 9.900, in Richtung 9.950 gehen sollte. Hat eben gestern bei 9.900 gedreht und kommt eben jetzt zurück. Hier ist eigentlich der erste mögliche Wendepunkt erreicht. Von hier gibt es eine markante Unterstützung vom 4-Stunden-Chart, von den letzten Hochs. Und im Stundenchart ist hier eben auch noch der Rainbow unterstützend. Jetzt das zweite Anlauflevel ist für mich bei 9.710. Das beruht eben auch auf die ganzen Hochs, auf die Vorgängerhochs der letzten Wochen. Hier kommt auf alle Fälle der Rainbow noch unterstützend hinzu und im Tageschart ist hier der EMA 10, sollte ebenfalls unterstützend wirken. Prinzip schon jeder Kurs unter 9.680 wird jeder Kurs, der darunter erscheint, wird das Szenario für, also wird das Bullish-Szenario schon gefährlich. Die laufenden anderen Szenarien, die aktiven, ist die Deutsche Bank. Hier liegt der Kurs auf jeden Fall noch über dem oder an dem Ausbruchslevel von 25,10. Ein Rücklauf auf 24,50 wäre nicht verwunderlich und anschließend sollte es jedoch trotzdem in Richtung dem großen Widerstandsband laufen. Die Volkswagen AG ist heute auch einer der Verlierer. Hier wurde das Buy-Level gestern herabgesetzt, kam aber nicht über die 95 € hinweg und steht knapp darunter. Und hier sollte man den Stop etwas, also den Anfangsstopp etwas hochsetzen. Ich sehe gerade die Versorger oder RWE ist heute der Tagesverlierer, trete im Prinzip exakt an dem ausgemachten Kursziel von 11,11 € nach unten. Schauen wir noch mal kurz zum DAX im 1-Stunden-Chart. Hier versuchen die Bullen also das Level zu verteidigen. Man darf gespannt sein noch, was im Laufe des Tages passiert. Ich werde noch ein Mittagsupdate vor 1 Uhr live schalten. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.